endlich in Herrenwehen angekommen. Noch ein paar Kleinigkeiten und dann können wir starten. Die Saison 2022 kann losgehen. Grundsätzlich sind wir jetzt gleich bereit getankt. Ein bisschen Wind ist gekommen. Mal schauen, wo uns das hintreibt. Noch haben wir uns nicht entschieden. Ist das nicht ein herrliches Wetter? Unsere Überführung genau richtig. Wir haben die Sonne mitgebracht. Endlich ist das Wetter mal ordentlich. Kurz nach unserer Ankunft sehen wir auch schon mal den Kran tatsächlich im Einsatz. Irgendwie eine Besonderheit, die da drin ist? Einfach einstecken. Noch das Schlauchboot hinten dran. Und dann sind wir eigentlich bereit. Das hält so, hat sich irgendwie festgemacht. Nee. Pass auf, pass auf. Jetzt wird das Beiboot zu Wasser gelassen. Tja, jetzt müssen wir noch rudern können. Tschüss! So, da ist er jetzt. Jetzt wird das Boot wieder hinten rangehangen. Das Bötchen hängt auch wieder. Bisschen schmuddelig. Müssen wir mal schauen, wie wir das sauber kriegen. Wir sind startbereit. Die Saison 2022 kann beginnen. Was erwartet euch dieses Jahr? Wir haben viele Anregungen aus dem Netz bekommen, was wir verbessern können, was wir richtig machen können. Wir werden einiges an technischen Informationen geben. Im Laufe unserer Videos werden auch immer wieder kleine Kniffe gezeigt. Also es lohnt sich auch, das Video bis zu Ende zu gucken. Ansonsten schauen wir jetzt mal, ob die Motoren laufen. Ja, einmal gut. Zweimal gut. Bisschen Qualm. Ja, okay. Ja, die Maschinen laufen schon mal. Damit steht jetzt unsere Fahrt nicht im Wege. Wir haben uns jetzt doch anders entschlossen und fahren durchs Binnenland. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. So, wir haben abgelegt, aber wir sind jetzt ein bisschen nah beim Ufer, deshalb kann ich keine einfache Kurve fahren. Das heißt, ich mache die linke Maschine vorwärts in die Kurve und die rechte Maschine rückwärts. Und dann sieht man, drehen wir auf der Stelle. Das heißt, wir drehen jetzt übers Heck und der Bug wird einfach so rumgezogen. Das ist die einfachste Methode zu wenden auf engstem Raum. Das könnte ich natürlich auch mit Bug und Heckstrahlruder machen, aber so ist es einfacher. Wir sind rum. Dann kann ich so langsam auch die rechte Maschine nach vorn machen, nutzen den restlichen Schwung noch. Und sind dann auf der Spur. Wir haben jetzt voll getankt. Links 83,9, rechts 82,6. Wir wollen jetzt mal verfolgen, wie wir im Jahr mit dem Diesel auskommen. Wir waren jetzt gerade mit einer Maschine und man sieht an dem Ruderlageanzeiger, wie viel man gegensteuern muss, um gerade zu fahren. Der Eisenbahnbrücke mit dem Knopf drücken ist immer kompliziert, gerade bei Wind. Es hat. Ja, ich hab's geschafft. Also, es hat jedenfalls gepiept. Das ist immer nicht so einfach. An jeder Eisenbahnbrücke dauert es immer sehr lange und ist immer so Nadelöhr. Aber hier kurz gedrückt und schon geht's auf. Es ist ein Phänomen. Dann drückt man so einen mini kleinen Knopf und man kommt durch. Bei Kaiserwetter fahren wir. Die Richtung geht's weiter. Bis zum Abendbrot tut's auch eine Dose Ravioli. Pikant ist allerdings eine Frischheit, das schmeckt nach fast nichts. Bis zum Yachthafen De Welle sind wir jetzt schon eine ganze Weile gefahren, aber eigentlich sind wir nur 100 Meter weit gekommen. Denn Luftlinie kann man ganz hinten quasi den Piet sehen. Hier in De Welle kann man auch tanken. Auch ein relativ großer Hafen. Aber wenn man hier ist, dann hat man es doch relativ weit vom Ort weg. Wenn man abends essen gehen will, muss man ein ganzes Stück laufen. Für die Angler hat man auch einiges getan. Hier am Ufer sind alles neue Angelplätze entstanden. Das ist natürlich sehr bequem zum Sitzen. Und dann sitzt er nicht so schräg auf der Uferbüschung. Wir hören ja die Brücke Richtung Ostsee passieren.
unsere zweite Brücke heute. Jürgen hat eine Ansage gemacht über Funk und wir haben jetzt schon rot-grün. Dann wird die Brücke gleich geöffnet für uns. Läuft ja wieder wie am Schnürchen. Ja, die Schranken sind schon unten und wir können gleich durchfahren. Das ging ja wieder herrlich schnell, ne? Jetzt stehen wir genau vor der Brücke. Hier auf dem Kanal geht es wieder nur sehr langsam. Das schaffen wir nur mit einer Maschine. Mit zwei sind wir einfach zu schnell. Aber die nächste Brücke ist schon rot-grün. Wir müssen gar nichts tun. Auch die New Showbrook ist auch schon wieder rot-grün, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Das funktioniert hier einfach fantastisch. Und? Also, wir können gleich mitfahren. Hier kann man sehen, warum man auf schmalen Kanälen sehr langsam fahren muss. Wir haben jetzt gerade mal 2 km/h draufgelegt. Man sieht hier, wie die Strömung geht und hinten die Welle zurückkommt. Wir verdrängen natürlich rund 13 Tonnen Wasser, also 13 Kubikmeter. Und die müssen natürlich von vorne, wo wir das Wasser herschieben, an der Seite vorbei und hinten quasi wieder die Lücke auffüllen. Und je schneller man fährt, umso schneller muss das Wasser natürlich fließen, umso höher ist auch die Welle, die wir hinter uns herziehen und dann auch die Natur entsprechend kaputt machen. Wir werden jetzt wieder die Fahrt rausnehmen. Ideal ist es, wenn man keine Welle hinter sich herzieht. Hier sieht man es, wie die Strömung, das Schilf biegt. Und wenn wir jetzt noch mehr Gas geben würden, würden wir hinter uns einen Tsunami verursachen. Hier wird gerade frisches Reet gemacht. Ganz schönes Feld noch, was abzumähen ist. Hey. Hier im Dschungel ist normalerweise recht einsam. Aber das erste Mal, dass ich hier am Wasserplatz da einen liegen sehe. Und es folgt uns auch gleich noch einer. Rechts geht es zum Drückemeer. Wir fahren jetzt gleich links zur Lindhorst-Hohmann-Schleuse und dort wollen wir heute mal zum Abendessen. Bootsfriedhöfe gibt es nicht, aber da steckt schon Arbeit drin. Wir können hier herrlich entschleunigen. Da vorne die Drehbrücke hat uns auch schon mitbekommen, hat schon rot-grün angezeigt, sodass wir gleich durchfahren können. Das ist eine Drehbrücke. Dann haben wir noch eine Brücke und eine Schleuse und dann sind wir an unserem Tagesziel angekommen, an der Dreiwegeschleuse. Jetzt geht der Schlagbaum zu. Hier leben die Menschen so richtig schön in Ruhe. Keine Hektik, kein Stress. Und die Brücke bewegt sich. In Friesland ist man immer sehr, sehr schnell bedient mit den Brücken. Da kann man nicht schmeckern. Und rucki zucki sind wir wieder durch. Hier kann man die landestypischen Windmühlen sehen. Schön. Und noch eine letzte Brücke für heute. Ziel erreicht. War doch easy, oder? Ja. Schön ruhig, man kann entschleunigen. Ich bin nicht zu lange heute gefahren. Nach der frühen Anreise bin ich froh, dass wir gleich da sind. Und dann gibt es erstmal was Leckeres zu trinken. Und dann hoffe ich, im Restaurant gibt es auch was Leckeres zu essen. Wir sind an unserem Ziel angekommen, Drehwegeslüß. Wir wollen heute Abend hier essen gehen. Wir müssen jetzt noch durch die Schleuse durch und können dann anschließend da reingehen und in dem Hafen mit Strom liegen. Aber erstmal heißt es schleusen und erstmal heißt es warten, weil noch gerade jemand in der Schleuse drin ist.
auch an der Schleuse haben wir wieder Glück. Wir kommen gerade an und da geht die Brücke auf und es fährt einer raus. Ich denke, wir kriegen dann gleich auch grün. Wir sind durch die Schleuse durch und Jürgen muss jetzt hier eine Kurve drehen, damit wir hier rein können. Am besten, er macht das, glaube ich, wieder Vorwärts-Rückwärtsgang. Schwuppdiwupp. Und das Boot dreht sich. Und jetzt sind wir gedreht. Jetzt nicht überdrehen. Und jetzt gegen den Wind in die Hafeneinfahrt. Ja, mit zwei Motoren ist das immer ganz einfach. Dann kann man den einen Rückwärtsgang, den einen Vorwärtsgang und man dreht sich auf der Stelle. Pünktlich zum Anlegen haben wir natürlich Wind, wie immer. Das Anlegermanöver war etwas haarig bei ablandigem Wind, aber wir haben es doch hingekriegt und liegen hier wunderbar. Direkt gegenüber der Schleuse. Die Schleuse haben wir heute schon passiert, das müssen wir dann morgen früh nicht mehr machen. Es geht dann morgen gleich weiter. Das Ganze ist auch ein Wohnmobilrastplatz. Das ist das Hafenkontor, den Anlagen. Und da drüben stehen wir. Herrlicher Sonnenschein. Wir schauen uns jetzt nochmal die sanitären Anlagen an. Die sind offen für alle. Sehr sauber, sehr ordentlich. Die Toiletten sind voll ausgestattet. Waschbecken, Seife. Auch die Dusche. Die sanitären Anlagen sind für jeden zugänglich. Sehr sauber, ordentlich, perfekt. Der Liegeplatz kostet 1,20 Euro pro Meter. Das ist nicht teuer. Für den Strom nehmen die 1 Euro. Den muss man reinschmeißen, soll 1 kW dafür bekommen. Ich gehe jetzt mal rüber ins Restaurant und gucke mal, ob ich einen Platz reservieren kann für heute Abend. Hier ist es richtig schön romantisch. Hier ist noch die alte Drei-Wege-Schleuse. Die konnte man von drei Seiten her befahren. Hier drei Tore, um reinzukommen. Eine Seite führt dann nach Odemark. Und da gibt es heute nur noch die moderne Lindhorst-Homann-Schleuse. Hier wäre ich gern mal durchgefahren. Da hinten liegt unser Boot und hier ist das Restaurant Drei-Wege-Schleus. Und hier wollten wir schon immer mal essen gehen, haben es nie geschafft, weil es immer einfach irgendwie in der Mitte von einer Tagestour liegt. Und heute haben wir spontan gesagt, bleiben hier und fahren nur bis hierher. Ein toller Platz mit direktem Blick aufs Boot. Wir fangen mit der Vorspeise an. Lachs Carpaccio und Marina hat Mostardsuppe. Dann gehen wir zur Hauptspeise über. Kabeljau. Hier gibt es die Nebengerichte alle auf einer Etagere und Marina hat ein überbackenes Schnitzel. Guten Appetit. Die Sonne geht unter. Der erste Bootstag dieser Saison ist zu Ende. Wir gehen gesättigt jetzt aufs Boot, trinken noch ein Glas Wein, gucken ein bisschen Fernsehen. Ja, nach 15 Jahren haben wir es endlich geschafft, mal hier essen zu gehen. Wir haben extra unsere Route umgeändert, um hier anhalten zu können. Und naja, es ist ein typisch holländisches Restaurant mit vielen Kleinigkeiten, die man so gar nicht braucht, alle. Wir haben lieber so Tellergerichte. Geschmacklich war es okay. Aber wir haben auch schon besser gegessen. So eine hundertprozentige Empfehlung können wir jetzt fürs Essen alleine nicht aussprechen. Das Ambiente und die Lage ist natürlich hervorragend. Also man kann hier ruhig mal essen gehen. Doppelrot am Abend. Die Lindhorst-Homann-Schleuse, die schleust bis 19 Uhr. Das war heute eher eine Fake-Schleusung. Das Tor ging hinten zu.
Wir wollten anlegen und dann ging es auch schon vorne auf. Man sieht auch vorne den Schlitz. Wirklich sehr ruhig und angenehm hier zu liegen. Ganz am Horizont ist Oldemark. Da kann man auch mit dem Boot hinfahren. Lohnt sich aus meiner Sicht nicht. Kein schöner Hafen, keine schöne Stadt. Eher Minidorf, kann man sich sparen.